Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Unsere Haut ist in ihrem Leben sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt. Ob der Giftcocktail in den Cremes, Sonnenbestrahlung oder eben auch einfach nur schlechte Nahrung für die Haut. Und wie man doch es schaffen kann, die Haut wieder in eine junge, gesunde, frische, dynamische, Funktion zu bringen. Das erfahren wir heute von unserer Expertin Helena Paulus. Ich freue mich sehr, dass sie zugeschaltet ist. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Helena. Schön, dass du wieder dir die Zeit genommen hast. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Kann ich nur immer wieder betonen. Ja, und ich finde es auch immer so wichtig, weil dieses Bewusstwerden, dieses Giftcocktails, den wir unserer Haut immer wieder zumuten und dann auch noch in Kombination oft mit Sonne, ja. Also uns wird ja teilweise auch ein Lichtschutzfaktor und Chemie und Metalle in die Cremes untergejubelt, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollten, ja. Und dann noch in Kombination mit Sonne kann das natürlich schon mal so ein paar, ja, Effekte haben, die wir ja nicht so. Und ich treffe auch immer wieder Frauen, die sagen, oh, ich war früher so oft im Solarium und habe meine Haut da irgendwie in so einen Alterungsprozess gebracht. Und da habe ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir heute da so ein paar Lösungsansätze von dir hören. Ja, da gibt es wirksame Abhilfe tatsächlich. Und später würde ich da auch gerne einen Beitrag dazu zeigen, wo man wirklich zeigen kann, auch wissenschaftlich zeigen kann, dass man das rückgängig machen kann, einen großen Schritt weit. Und damit man aber überhaupt gar nicht erst in diese Position kommt, dass man sehr viel zurückzugehen hat oder sehr viel Zeit zurückdrehen sollte optisch, ist es wichtig, sich mit dem Inhalt seiner Pflegeprodukte auseinanderzusetzen. Denn wir kaufen sie ja nicht einfach nur, um Geld auszugeben oder weil wir ein Schränkchen im Badezimmer vollstellen möchten, sondern wir kaufen sie, weil wir uns davon was erhoffen. Und wenn man weiß, das sind erfasste Zahlen und Studien und man hat einfach festgestellt, zum Beispiel in der Kosmetik gibt es ja deutlich mittlerweile, früher waren es etwas über 8000 Stoffe, jetzt sind es über 10.000 Stoffe und jährlich kommen da ein paar hundert dazu. Die meisten sind ja nicht wirklich bis zu Ende hin erforscht, im Sinne von, sind die toxikologisch in Ordnung? Also schädigen sie uns, belasten sie uns? Und wenn ja, dann gibt es verschiedene Stellen wie die Europäische Kommission und das Bundesinstitut für die Risikobewertung, die dann zum Beispiel eine Höchstgrenze, eine Einsatzkonzentration für unsere Produkte bestimmen, also für die Inhaltsstoffe in unseren Produkten bestimmen, wobei ich von meiner Sicht der Dinge möchte diese Stoffe gar nicht drin haben. Also sobald wie es klar ist, dass ein Inhaltsstoff nicht dienlich ist, also weder für meine Hautschönheit noch für meine körperliche Gesundheit, möchte ich den gar nicht im Produkt haben. Also da will ich auch keine Einsatzbeschränkung, der sollte einfach Punkt aus verboten werden. Und das sollte man einfach wissen. Und eine moderne Frau von heute nutzt im Schnitt circa 12 Produkte. Das beginnt mit, ich habe eine Reinigungsmilch, ein Gesichtswasser, vielleicht ein Serum und dann eine Creme. Ich habe eine Körpercreme, ich habe einen Sonnenschutzfilter, ich habe ein Make-up, ein Puder, eine Wimperntusche, ein Haarspray. Und das ist dann, und da ist die Liste noch weit. Ja, dann sind vielleicht noch ein Schaumfestiger dabei oder ein Haartonikum und. Also das ist noch konservativ geschätzt mit 12 Produkten. Und da kommt sie schon im Schritt mit 150 Chemikalien in Berührung. Das ist Kosmetik von heute. Das ist wirklich ein Chemie-Cocktail. Und ein Mann, der üblicherweise etwas weniger benutzt, der landet immer noch tatsächlich bei circa 100 Chemikalien pro Tag. Und wenn man weiß, dass auch chemische Komponenten durchaus ja nicht nur dieser Stoff reaktiv schon auf meine Haut schlecht ist, sondern die können auch noch, wenn sie gemeinsam aufgetragen werden, noch andere chemische Reaktionen auslösen. Also das ist ein undurchschaubares Gebiet, wo man sich wirklich sehr viel mehr Schaden als Gutes tun kann.
Und deswegen ist es so wichtig, sich das mal bewusst zu machen, denn ich gebe Geld dafür aus, dass ich schöner werde, dass meine Haut langsamer altert, dass sie gleichmäßig aussieht, dass ich feine Poren habe, eine straffe Haut habe, dass ich weniger Faltenbildung habe und. Also dass die Ziele sind klar definiert, die wir für uns möchten. Jeder hat andere. Ich möchte auch beim Haarewaschen ein festes Haar haben, ein glänzendes Haar. Und zwar nicht suggestiv, weil es Silikon ummantelt ist, sondern weil es echt genährt ist und wirklich eben in seiner natürlichen Schönheit sich wieder entfalten darf. Und das ist ja das Ziel, warum wir Pflege benutzen und machen uns gar nicht klar, was uns dann zum Schluss als Pflege verkauft wird. Ja. Ja, super spannend. Vor allen Dingen, wenn ich dann eben diesen Giftcocktail in der Haut habe und meine Zellen in ihrem ganzen, sag ich mal, Stoffwechsel gestört sind, was brauchst dann? Kriege ich da noch mal so eine Regeneration überhaupt hin? Absolut. Also unser Körper erkrankt über die Jahre und von simplen kleinen Erkältungsgeschehen bis vielleicht auch mal schwerwiegenderen Krankheiten. Aber es ist ja, wir gehen ja zu einem Arzt, zu einem Heilpraktiker. Wir suchen uns Möglichkeiten. Wir gehen auch mal in eine Klinik, weil wir wissen, dass der Körper A gesunden kann. Und zwar nicht nur symptomatisch, indem ich ein Bakterium mit einem Antibiotika tottrete, sondern ich kann auch auf einer anderen Ebene meinen Körper durch eine solche Erfahrung bringen mit natürlichen, pflanzlichen, vielleicht auch homöopathischen Substanzen, sodass er dann fähig ist, auch Antikörper zu bilden und ich für die Zukunft besser gewappnet bin. Das gleiche Geschehen, also Krankheit A rückgängig machen oder B sie gut durchstehen und dadurch noch stärker werden, so wie bei Kinderkrankheiten auch und vielen anderen. Das ist ja immer möglich. Der Körper, es gibt ja auch in der Naturheilkunde, das heißt immer, der Körper ist A selbst regulierend. Es kann, ist auch der Einzige, der selbst sich heilen kann. Wir können ihm nur Zusatzstoffe anbieten und er liegt immer auf dem Operationstisch der Natur und arbeitet an sich selbst. Also unsere Zellen sind immer in der Reinigungsprozessen, in alte werden entsorgt, neue entstehen und hier gilt es, ein Gleichgewicht zu halten. Das Gleiche passiert eben auf unserer Haut. Auch hier, wenn der Körper das für seine Gesundheit tun kann, kann er das auch für seine Schönheit tun. Das heißt, er kann sie lang erhalten, wenn die Haut richtig genährt wird. Und wenn tatsächlich schon ein Schaden durch zum Beispiel, uns wurde was untergejubelt durch Werbung und Marketing und entstandene Schaden, ich war mir nicht bewusst, was ich auf meiner Haut tue, womit ich meine Haare wasche. Wenn das einmal erkannt ist, ja, was da nicht reingehört, kann man natürlich die Zeit auch wieder zurückdrehen und der Haut die Möglichkeit geben. Also vielleicht ist es wäre vielleicht mal wichtig, dass wir mal festhalten, was sollte nicht, ganz grob, nicht in einer Kosmetik drin sein. Und was sollte drin sein? Und nicht drin sein sollten alles, was toxisch belastet, alles, was okklusiv auf der Haut liegt, also toxisch belastet, da ist die Bandbreite riesig, BHT, EDTA und, also Polyquaternium. Ich nenne jetzt einfach mal nur ein paar Schlagbegriffe. Das gilt, das ist über 10.000 Stoffe und ein Stoff kann gut und gerne 7 bis 15 Namen haben. Da kann man jetzt nicht wirklich, man kann nur ein paar Hauptschwerverbrecher hier mal kurz anreißen. Keine Erdöle, die dann auch eben Paraffine, Liquidum, Vaseline, Ozykerythmie, Cera microcristallina und. Also das ist wirklich traurig, ja, dass man so viele Namen hat. Natürlich beschreiben die auch unterschiedliche Aggregatzustände, mal mehr Wachs, mal mehr flüssig, aber im Endeffekt ehrlich wäre es, nicht diese Art von Inhaltsstoffliste zu haben, sondern einfach mal drauf zu schreiben, Erdölderivat. Ja? Das würde ja, mir ist es ja egal, ob es Wachs oder flüssig ist. Ich will es erkennen können für das, was es ist. Das Gleiche gilt für Silikon. Völlig unabhängig, ob es abwaschbar ist oder nicht. Natürlich das Nicht-Abwaschbare noch mal schlimmer, aber auch das Abwaschbare hat einen Okklusiv-Effekt. Meine Haut kann nicht ihre Stoffwechselprozesse ganz normal betreiben, sobald wie Silikon auf der Haut aufliegt oder Glycerin, das meine Haut entfeuchtet, aber es gibt auch noch andere Stoffe, die meine Haut entfeuchten. Das ist nur ein paar Beispiele. Es sollte nicht zu stark konserviert sein. Also ich sollte aus Prinzip nichts kaufen, wo ein Döschen auf, als Konservierungs wie lange ist es konserviert, deklariert wird, denn das ist quasi
eine Verschleierung für den Kunden. Der Kunde denkt, wenn ich das Döschen öffne oder mein Produkt beginne zu nutzen, dann ist es vielleicht noch 6 oder 12 Monate haltbar. Mitnichten. Ich darf das erst nach 30 Monaten Konservierungsdauer überhaupt erst einsetzen. Bis dahin muss ich immer mit dem Datum arbeiten. Das heißt, verzicht auf all diese Stoffe, die der Haut nicht dienen. Und das sind nochmal viele, viele mehr, die jetzt aber keine Erwähnung finden können, weil ansonsten schwirrt einem der Kopf und man hat, da muss man sich wirklich belesen. Und dann sollten Stoffe drin vorkommen, die der Haut, also wenn ich dann wirklich echte Nahrung, es ist ja ein Organ, meine Haut ist ein Organ, es erfüllt so viele Funktionen, es ist ein Kälte-Wärme-Regulator, ich kann sie berühren, das einzige Organ, was ich so wirklich, wirklich berühren kann, dass mir sowohl Sensorik, wenn ich Angst habe, aber auch ein Lustempfinden und, das hat, und es sollte sich weich anfühlen, ich möchte mich in meiner Haut wohlfühlen, ja? Ich stecke in ihr drin, das heißt, ich sollte sie auch wirklich nicht belasten und sie nähren, damit ich mich ein Leben lang in ihr wohlfühlen kann, damit ich gern in meine Haut stecke. Und gute Stoffe für die Haut sind kaltgepresste Bio-Wirköle, keine Füllstoffe wie Glycerin, Sorbitol, Caprylic, Triglyceride, Erdöl, Silikonöle und. Unglaublich. Sondern wirklich, ja, gute, kaltgepresste Bio-Wirköle. Also nicht nur das, worauf man in der Biokosmetik Wert legt, kontrolliert biologischer Anbau, das ist das Mindestmaß, damit keine toxischen Stoffe drin sind. Die sollen danach auch noch naturbelassen bleiben und nicht einem Raffinationsprozess unterliegen, was leider der Standard ist, auch in zertifizierter Bio- und Naturkosmetik. Es ist sehr viel seltener, dass man da kaltgepresste Öle findet als andersrum und eben keine Füllstoffe, wie ich sie genannt habe. Und auf diese Basis von großartigen Ölen, und auch da gibt es eine ganz große Wiese, ja, das ist ja ein Buffet, an dem man sich nähern kann. Es gibt die Öle, die, sage ich mal, zwar günstig sind, deswegen werden sie gerne mal eingesetzt, wie Sonnenblumenöl oder Olivenöl, was kaltgepresst ja immerhin schon ein Vorteil ist, aber es gibt einfach ganz andere mit ganz anderen Möglichkeiten für die Haut. Und da kann man sich austoben, ja, mit einem Granatapfelkernöl, mit Hanföl, Avocadoöl, Aprikosenkernöl und. Das sind wirklich hochpotente Stoffe, die eine solch große Bandbreite an Enzymen und Vitaminen, die gegen Rötungen helfen, die gegen oxidativen Stress helfen, die wirklich die Haut auch, das sind ja, Öle sind Feuchtigkeitsspender, ja, die dürfen nicht singular benutzt werden, weil sie ansonsten den Lipidfilm der Haut als Emulgator missbrauchen müssen, aber wenn sie in einem guten Compound kommen und darauf hervorragende Wirkstoffe kommen und es gibt eine große Bandbreite von eben angefangen bei denen, was man so kennt, Dipanthenol, Aloe Vera, Zink, wenn es ein gutes Zink ist, also nicht, wir reden hier, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Klassen, ein Ektoin und ja, ganz viele wunderbare Wirkstoffe, denen die Haut dann in ihrer eigenen Regeneration und in ihrem Aufbau optimal unterstützt wird und ihr Schönstes werden kann. Und ich habe einen interessanten Beitrag mitgebracht aus einer Schulung, wo man auch mal zeigen kann, wir haben hier geschult im Bereich, was passiert, wenn ich zum Beispiel, das hast du vorhin angesprochen, was passiert, wenn ich zu viel Sonnenstrahlung oder auch zu viel Sonnenstudio genossen habe und man sieht es mir wirklich an. Ich habe diese berüchtigte Lederhaut bekommen und große Poren und die sieht einfach nicht mehr jugendlich frisch aus. Und da kann man was ganz Großartiges machen. In der Natur gibt es so viele tolle Dinge. Und diesen Beitrag würde ich gerne einmal zeigen. Dann kommen wir auf die Traube zu sprechen, Vitis vinivera Fruitcell Extrakt. Jetzt fliegen wir mal nach Frankreich rüber ins französische Burgund, wo diese Traube oder diese seltene Rebe eben herkommt. Und das Besondere ist an ihr, dass sie besonders reich an Metamorphose-Molekülen ist, an Pflanzenfarbstoffen sowie an Gerbstoffen, die dann auch als wahre Antioxidantien bzw. Radikalfänger eben wirken. Und genau das ist eben auch das Wichtige eben bei der Sonne. Wenn die Sonne auf die Haut auftrifft, werden freie Radikale induziert. Und Vitis vinivera ist eben in der Lage, unsere Haut davor zu schützen. Und wie? Das schauen wir uns jetzt auch noch an.
erst vorher noch, Entschuldigung, die Eigenschaften und Vorteile auch nochmal auf einen Blick, wie ich es eigentlich gerade schon gesagt habe. Unsere Hautstammzellen werden vor UV-Stress geschützt oder vor der Sonneneinstrahlung. Unsere Toleranz gegenüber der ultravioletten Strahlung wird erhöht. Die Lichtalterung, der wird effektiv entgegengewirkt. Und schließlich haben wir dann eine vitale und gesund aussehende Haut. Hier auch wieder Ergebnisse aus Untersuchungen aus dem Labor. Hier wurde eben auch wieder die Fähigkeit zur Koloniebildung bestimmt. Und wir sehen hier eben vier unterschiedliche Einsatzkonzentrationen von eben der dem Traubenstammzellextrakt, der wieder ins Kulturmedium mit dazugegeben wurde, auch wieder natürlich an epidermalen Hautstammzellen gemessen. Und wir sehen eben auch hier, dass bei der höchsten Konzentration natürlich hier auch eben die höchste Rate an Kolonien sich gebildet hat und bei guten 80% liegt. Das Ganze wurde dann hier natürlich in dem Fall logischerweise erweitert und unsere Petrischalen wurden eben mit UV-Licht belastet. Und jetzt sehen wir hier noch einen neuen Balken, der in Grau eben auftritt. Das ist unsere Kontrolle. Das ist jetzt die Petrischale, wo kein Stammzellextrakt hinzugegeben wurde. Und das ist dann eben im Grunde genommen auch der Maßstab, an dem wir uns orientieren und alle anderen Petrischalen mit vergleichen. Hier erst nochmal der Fall ohne UV-Licht. Entsprechend sind die Stammzellen, die eben den Extrakt erhalten haben, hier in ihrer Koloniebildung natürlich auch wieder stark angewachsen, also von 100 auf ja knapp 90%. Und zusätzlich, wenn jetzt eben diese Schalen hier mit UV-Licht bestrahlt wurden, sehen wir zum einen, dass bei der Schale, die vorher kein Stammzellextrakt bekommen hat, hier sogar epidermale Stammzellen, Hautstammzellen absterben. Also hier geht der Balken ordentlich nach unten, während die Schale, die also den Traubenstammzellextrakt erhalten hat, sich diesen Stress komplett dem entgegenwirken konnte. Und man sieht sogar hier, wenn man es jetzt genau nehmen möchte, noch einen tendenziell ganz leichten Anstieg. Das heißt also im Ergebnis, dem negativen UV-Einfluss konnten unsere Hautstammzellen vollständig entgegenwirken, weil sie eben Traubenstammzellen bzw. deren Inhalt erhalten haben. Ja, super spannend. Wir hatten ja auch mal, ich hatte schon mal einen Vortrag auch mit ihr gehört zu dem Apfel, wie hieß es nochmal? Apfelstammzellen. Ja, das waren Utwiller Spätlaube. Die haben ja diese Hautstammzellen, alte Hautstammzellen, die sonst nach 2 Wochen verstorben sind, quasi auf ein jugendliches Niveau gehoben. Ja? Und das hier ist eben jetzt im Bereich UV-Induzierung und ja, also kombinierst du dann solche Wirkstoffe in einem Produkt? Ja, das tun wir. Also es ist ja so, ich möchte ja bestimmte, wenn ich zum Beispiel mein Augenmerk darauf setze, dass ich die Haut maximal in einem jugendlichen Zustand halten möchte, dann setze ich auch bestimmte Wirkstoffe ein. In dem Fall eben diese Stammzellen, diese Traubenkern, dann Apfelstammzellen, auch maritime Stammzellen. Ich setze ein Ektoin ein, das zum Beispiel, das ist etwas, was produziert wird von den kleinsten Mikroorganismen, die wurden mal in der Salzwüste gefunden und leben unter extremst lebensfeindlichen Bedingungen. Und die halten sich da, wo nichts lebt, und die halten sich da am Leben durch dieses Ektoin. Und das macht ganz viele großartige Sachen. Also das hält die Haut jung, hydrophob. Also es hält sie hydratisiert, schützt sie auch vor UV-Strahlung. Und dann kombiniert man das mit kaltgepressten Ölen, die auch in diese Richtung gehen, wo man zum Beispiel einen Zusammenschluss aus Zellerneuerung, Zellerhaltung und Zellregeneration bildet, wo man sein Augenmerk auf alle drei Prozesse legt, wo eine Haut überhaupt nur drin stecken kann. Und dann mit diesen tollen Wirkstoffen kombiniert, da kann man Unglaubliches tun. Ja? Und ich habe ja, deswegen war es mir auch mal wichtig, das mal zu zeigen, dass wir keine Not haben, schlechte Substanzen einzusetzen, weil die Bandbreite an Guten ist gegeben.
Ja, also es braucht natürlich viel Recherche, weil auch tolle Wirkstoffe oft an blöde Hilfsstoffe gebunden kommen. Also man hat ja auch viel Begrenzung wiederum, dass man sagt, oh, das ist ein toller Stoff, oh dumm, er kommt an Glycerin gebunden oder ach je, kommt hier an ein Silikonöl gebunden oder so. Na, also da braucht man als Hersteller schon ein sehr genaues Augenmerk, weil man will sich nicht kaputt machen. Ja, ein schlechter Stoff drinne in diese Richtung kann schon das Ergebnis maximal gefährden. Und das ich habe auch mal ein paar Inkis, also Inhaltsstoffe Listen von Produkten mitgebracht, einfach um zu zeigen, dass das, was ich vorhin erzählt habe, gängige Praxis ist und dass das alle Arten von Produkten von billig bis teuer im Grunde genommen erfasst. Deswegen ist es so wichtig, dass der Konsument am Ende, der Mensch, für den wir das machen, dass er wirklich eine Achtsamkeit entwickelt und ein Bewusstsein dafür, dass er sich die Inhaltsstoffe auch wirklich anschauen muss, bevor er es auf seine Haut, auf seine Haare, unter seine Achselhöhlen, auf den Körper, egal wo, aufträgt. Und ganz egal, ob ich eine Handcreme benutze, man muss wissen, das ist ein vernetztes Organ. Das heißt, was auch immer, womit ich hier zum Beispiel meine Hände wasche, hat sogar Auswirkungen auf meinen Augapfel. Also das ist alles wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Und wenn ich was Gutes möchte, dann muss ich ganzheitlich denken. Und wenn wir uns jetzt mal so ein paar Inkis anschauen, das hier sind eben Produkte, die wir fotografiert haben. Das ist eine Tagescreme, auch für einen doch größeren Preis, 153 Euro. Dafür möchte ich was erwarten können. Mhm. Ja, da sollten wirklich Stoffe zum Einsatz kommen, wo ich dann sage, hey, es hat sich gelohnt, dieses Geld in die Hand zu nehmen und es auch auszugeben. Und wenn ich mir diese Inhaltsstoffliste anschaue, dann sehe ich direkt an zweiter Stelle einen Emulgator. Also da ist kein nährendes, kaltgepresstes Öl, Bioöl drin, sondern erstmal am Emulgator, was für sich schon doof ist. Aber dieser Emulgator ist eine PEG. Basierte Substanz. Das heißt, es ist ethoxyliert und es schwächt meine Hautbarriere und macht sie durchlässiger, als es ohnehin schon ist. Und das an Stelle Nummer 2. Und wenn ich dann weiter schaue, danach kommt ein totes Neutralöl. Das gibt mir nichts, das schadet mir nicht. Caprylic-Caprylic-Triglyceride. Danach später irgendwann finde ich Glycerin, das entfeuchtet mich. Dann habe ich Ethylhexylmethoxycinamate, das ist ein chemischer UV-Filter. Ja, das heißt, ich habe hier einen hormonell wirksamen UV-Filter, der mich auch gerne mal 4 Jahre früher in die Menopause bringen kann, aber noch viel dramatischer, der bekannt dafür ist, Brustkrebs zu begünstigen, Prostatakrebs und viele andere gesundheitliche Beschwerden hervorrufen kann. Was sehe ich noch? Ich sehe die Sodium-EDTA, der bindet all diese Stoffe und bringt sie noch leichter in die Haut durch die geschwächte Barriere, der PEG-Substanz hier an zweiter Stelle stand und die Liste ist hier tatsächlich lang und es ist traurig, ja, für so etwas, für eine, hier werde ich schnell älter und gefährde meine Gesundheit und das für 153 Euro. Wenn ich mir die nächste anschaue für 104 Euro, dann habe ich ein ähnliches Spiel. Ich habe hier 2 chemische UV-Filter, Homosalate, Octocrylene, das sind auch hormonell wirksame UV-Filter, machen das gleiche Problem wie bei der ersten Creme, Ethylhexylmethoxycinamate, das ist genau das gleiche. Hier sind die Dimethicone, das sind Silikonöle, die meine Haut okklusiv abschließen, die ihr nichts aber auch gar nichts geben. Und wenn man sich das mal anschaut, gleich an zweiter Stelle eben diese UV-Filter. Die meisten Menschen wissen das gar nicht. Ja? Wenn dann manchmal, man kauft mal gerne auch mal so eine Creme, weil man sagt, ah, dann bin ich schon geschützt. Ja, mitnichten. Ich bin, verbraucht sich chemischer Lichtschutzfilter. Es ist nicht so, dass ich mich morgens eincreme und bin am Nachmittag noch geschützt. Das ist ein Irrglaube. Deswegen weiß man, wenn man in die Sonne geht, muss man sich regelmäßig nachcremen, weil durch die Sonneneinstrahlung verbraucht er sich. Ja? Das heißt, das, wofür es da ist, das wird gar nicht passieren. Bis nachmittags um 1 habe ich davon nichts mehr wirklich. Aber ich habe meinen Körper hormonell belastet. Und ja, noch vieles mehr, Glycerin auch. Und wenn ich mir mal so die anderen Inhaltsstofflisten anschaue, dann es ist immer wieder ein ähnliches Bild. Ja? Also ich, Phenoxyethanol, ein Konservierungsstoff, der zeitgleich betäubend wirkt. Warum brauche ich das? Ich brauche keinen Betäubungswirksam, keinen lokal anästhetisch wirksamen Konservierer. Ich kann auch andere nehmen. Es gibt es auch ohne das. Es kann ja niemals von Vorteil sein, regelmäßig meine Nervenendigungen zu betäuben. Das ist eine Irritation. Und wenn wir dann weiterschauen, wenn wir dann zu einer BB-Creme kommen,
auch das Gleiche in Grün, gleich an zweiter Stelle Silikonöle, Okklusiveffekt, PEG-Substanzen, Phenoxyethanol. Und dann, weil ich ja doch leider altere und meine Haut nicht genährt habe, möchte ich das kaschieren, dann nehme ich ein loses Puder und denke mir, naja, ein loses Puder, was kann da drin sein? Da ist auch Silikon, Dimethikone, da ist Erdöl drin, Paraffinum, Liquidum und das sind sogar drei verschiedene Konservierungsmittel. Ja, man würde ja denken, Dimethikone und Paraffinum, Liquidum sind so tote Stoffe, dass man das doch wirklich nicht mehr mit drei Konservierungsstoffen konservieren müsste, aber es wird getan und die sind hormonell wirksam. Und zeitgleich, wenn man sich das mal anschaut, dieses Döschen eben hier, mit wenn da 30 draufsteht, wissen wir jetzt, das sind für 60 Monate konserviert. Das ist echt schlimm. Ja? Und dann zum Beispiel ein Shampoo, denn die Haut, die Kopfhaut ist auch Teil der Haut und das kann man nicht voneinander trennen. Es ist essentiell wichtig, womit ich meine Haare wasche, womit ich meinen Körper wasche. Auch hier hochaggressive Tenside, Sodium-Lauret-Sulfate. Sulfate sind Eiweißdenaturierer und meine Zellen bestehen aus Eiweiß und noch viele andere Stoffe mehr. Nicht zu vergessen, eine Zahncreme, ganz wichtig auch. Womit putze ich meine Zähne? Ich nehme ja gerne Medikamente eben in den Mund und halte sie dann mal eine Minute, damit sie schneller wirksam werden, weil über Schleimhäute nehme ich sehr gut auf. Und hier habe ich gleich zwei hormonell wirksame Konservierungsstoffe, die nehme ich also noch mal leichter und schneller auf. Nebenher entfeuchte ich meine Mundschleimhaut mit Glycerin und Sorbitol. Das ist schade. Dafür sollte ich kein Geld ausgeben. Ja, also vor allen Dingen, ja, ich mache mir auch immer die Gedanken, wenn ich dir zuhöre bei deinen Interviews. Ich meine, diese Chemiekeulen wurden ja nur einzeln getestet, aber wir kriegen sie ja immer in dieser Zusammenspiel. Und wenn ich daran denke, wenn du jetzt sagst, hier, da haben wir das Chelat, das tut dann transportieren, da haben wir die Nitrosamine, dann haben wir hier Nanopartikel. Ich meine, dann organische Verbindungen. Dann steht ja der Super-GAU, ja. Und dann denke ich mir halt, mit so einem kaltgepressten Traubenöl oder Apfelstammzellen, das kann ich ja kombinieren. Das ist ja irgendwie, fühlt sich das zumindest so an, dass da kein Giftcocktail entstehen würde. Ja, es ist so. Es ist wirklich so, hier kosten diese Produkte die Gesundheit unter Umständen, unabhängig davon, dass sie meinen Alterungsprozess begünstigen, statt ihn zu verlangsamen. Und wenn ich schon Geld ausgebe für Pflege, dann soll sie das tun, wofür ich sie gekauft habe. Mhm. Und dafür braucht es einfach bestimmte Inhaltsstoffe und bestimmte Inhaltsstoffe nicht. Und da mehr kann man dazu im Grunde genommen nicht sagen. Ja? Wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte sich da aber jetzt nochmal in Ruhe einlesen und sich mal so ein paar Zusammenhänge nochmal in Ruhe anschauen. Gibt es da Möglichkeiten oder hast du ein paar Tipps? Ja, natürlich, neben den Interviews, die ihr ja bei euch von mir habt, ja, da habe ich ja zu vielen Themen gesprochen, aber man kann auf unserer Webseite mal vorbeischauen, www.relight-delight.de und da haben wir viele Stoffe erklärt und zeitgleich kann man sich auch beraten lassen, wenn man denn möchte. Ja, man kann für sich an Informationen gewinnen. Schön. Vielen lieben Dank, Helena, für deine Aufklärungsarbeit und vor allen Dingen, dass du wirklich dein Herzblut in diese frische, gesunde Hautnahrung investierst. Und ja, viel Erfolg weiterhin und auf dass du noch tollere Naturstoffe bekommst, die zu dir fliegen und uns noch schöner werden lassen. Daumen drücken. Ja, genau. Also, vielen Dank und bis bald. Ich danke sehr. Ja. Bis bald. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Immer wieder tolle Gäste mit neuen Entdeckungen und aber auch die Gesundheit, die im Vordergrund steht. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.